Ja, liebe Carmen Herzog, vielen Dank für die Anmoderation und die schon auch einleitenden Worte zu diesen Stunden, die wir gemeinsam hier verbringen wollen. Herzlich willkommen Ihnen allen hier im EUREF Forum zu unserer Zukunftskonferenz Zukunft Demokratie, Zukunft in der Demokratie. Und wir haben uns sehr gefreut, dass die Idee, diese Konferenz zu gestalten in dieser Form als tatsächlich eine Konferenz, die sich der Zukunft zuwendet und nach Möglichkeiten und Wegen sucht, mit vielen Menschen gemeinsam, wie die Demokratie aktiv gestaltet werden kann, dass so viele dieser Einladung gefolgt sind, nicht nur heute mit über 500 Anmeldungen, sondern auch an den beiden vergangenen Tagen mit den Online-Veranstaltungen, die wir hatten, auch jeweils 350 Anmeldungen. Das ist schon eine echte Megakonferenz. Und in diesem Sinne schon mal ein herzliches Dank an all jene, die auch daran mitgewirkt haben, dass das hier heute stattfinden kann. Demokratie ist das, was unser gesellschaftliches Miteinander hier ausmacht, was es prägt und wofür wir auch aufgrund unserer Werte gemeinsam eintreten und streiten, sonst wären sie auch heute nicht hier. Demokratie ist aber gleichzeitig auch etwas, was immer wieder neu erfunden werden muss und immer wieder neu erlernt werden muss und sich auch verändern muss, um die Möglichkeiten der Gestaltung zu erhalten, damit wir Lösungen für die Herausforderungen, für die Probleme unseres Alltags, unseres Lebens, unserer Gesellschaft finden. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass das gelingt. Und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass Demokratie in dieser Form stattfinden kann oder tatsächlich von Bedeutung, also existiert. Die Existenz von Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Wer sich, um einmal sozusagen ins Globale zu springen, anschaut aus dem letzten Jahr eine Erhebung darüber, wie viele Menschen eigentlich weltweit in einer Demokratie leben, der kommt zu dem Ergebnis, dass das gerade mal 28% der Weltbevölkerung sind. Die restlichen 72% leben in nicht-demokratischen, zum Teil autokratischen und diktatorischen Regimen. Es ist also durchaus auch ein Privileg, das wir haben und das wir nutzen wollen und müssen, weil es uns auch ein Stück weit geschenkt wurde. Und das zu verteidigen und zu gestalten, ist sicherlich in diesen Zeiten nicht einfach. Denn wir erleben, wie die Unsicherheit und wie die Angst sich breit macht. Wir erleben, dass die Veränderungen, die stattfinden, uns zum Teil auch ratlos dastehen lassen. Die Veränderungen, die um uns herum ohnehin stattfinden, durch Krisen, die wir in den letzten vor allen Dingen 15 Jahren intensiv eigentlich im Dauerzustand erlebt haben, aber eben auch durch Veränderungsprozesse, die deutlich länger schon anhalten und schlichtweg unser Leben verändert haben, ob es die ökologischen Krisen sind oder gesellschaftliche Konflikte oder tatsächlich auch Kriege, die wir auch vermehrt wieder erleben und die uns alle beschäftigen und auch die Frage aufwerfen, wie gelingt es eigentlich, dieser Dunkelheit, die sich da breit gemacht hat, diesem auch Hass, der aufkommt, und damit den damit verbundenen Ängsten oder vielleicht auch den zugrunde liegenden Ängsten, die dort vorhanden sind in der Gesellschaft, in den Gesellschaften, wie gelingt es eigentlich, denen entgegenzutreten und die Menschen mitzunehmen auf einen Weg, der sich davon losmacht, von diesen Ängsten, von der Unsicherheit, der sich traut, Veränderungen anzugehen. Ein Weg, der in der Lage ist, gemeinsam zu gestalten, wo wir gemeinsam wirken können und uns auch in Wirksamkeit spüren, merken, dass sich etwas verändert, wenn wir uns engagieren, aber wo wir auch im Ergebnis sehen, dass wir die Probleme bewältigen. Was ohne Zweifel keine einfache Geschichte ist. Wer sich alleine das Thema Klimawandel, Klimaschutz anschaut, der weiß, wie unglaublich schwer es sein wird, diese Herausforderungen noch zu bewältigen, die wir dort vor uns liegen haben, bevor erhebliche Schäden eintreten, die jetzt schon absehbar sind und die man jetzt schon an vielen Stellen natürlich sehen kann. Und gleichzeitig wissen wir dann auch alle, wie schwierig es sein wird, die
Schnelligkeit, die damit verbunden ist, diese Herausforderung anzugehen, gleichzeitig zu verbinden mit einem Erhalten demokratischer Mitbestimmung, mit der Gestaltung, die wir eben gemeinsam erreichen wollen, mit dem Mitnehmen von Menschen, die eben möglicherweise erst in langwierigen Gesprächen auch überzeugt werden müssen davon, dass Veränderung stattfinden muss, um am Ende das zu bewahren, was einem wichtig ist, um Freiheit zu bewahren, auch Demokratie zu bewahren, um den eigenen Lebensstandard zu bewahren, um die Möglichkeiten der Entwicklung für uns als gesamte Gesellschaft zu bewahren. All das sind ja Ziele, die wir alle teilen und wo jeder und jede das Bedürfnis hat, dass die erfüllt werden. Und dass zum Beispiel wir sagen können, ich möchte nicht nur, dass es mir selber gut geht in meinem Leben, sondern auch, dass es meinen Kindern am besten noch besser geht. Eine Aussage, die möglicherweise heute auch mal in Frage gestellt werden muss. Was heißt das eigentlich, wenn ich das sage, ich möchte, dass es meinen Kindern besser geht? Heißt das, so wie es häufig früher gesagt wurde, ich möchte, dass die einen besseren Lebensstandard ökonomisch haben, dass sie mehr konsumieren können? Oder was heißt das mit Blick auf Sicherheit? Was heißt das mit Blick auf die Frage von Gemeinschaft und Frieden? All das sind Fragen, die man sich, glaube ich, neu stellen muss, weil sie nicht so einfach zu beantworten sind und weil es mit Sicherheit auch so ist, dass zum Beispiel beim ökonomischen Wachstum, das wissen wir, an manchen Stellen Grenzen gesetzt sind, wo es nicht einfach nur immer mehr geben kann. Gleichzeitig sehen wir auch, dass es, gerade wenn wir die Wirtschaft umstellen wollen, viele neue Chancen gibt. Dass es ganz viele auch Notwendigkeiten gibt, schnell voranzukommen und zu wachsen gemeinsam. Diese Diskussion miteinander zu führen, darüber auch, was ist eigentlich ein gutes Leben, was ist der Wohlstand, den wir erreichen wollen, scheint eine ganz zentrale Diskussion zu sein für ganz viele. Viele, die eben Angst haben vor der Zukunft, vor Abstiegsängsten, auch vor Unsicherheiten, die auftreten. Ganz aktuell glaube ich, dass viele Angst haben vor Unsicherheit. Und dass es deswegen auch darum geht, genau diese Aspekte einzubeziehen in die Diskussionen, die wir haben, in die Diskussionen, die wir in einer Demokratie führen. Und die Frage, die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie erreichen wir es, dass wir dabei tatsächlich ein Zusammen und eine Gemeinschaft haben, mit der wir gemeinsam reden können. Denn das, was wir in den letzten Jahren doch durchaus zunehmend erlebt haben und was wir auch derzeit leider durch starke Radikalisierungstendenzen erleben, ist, dass man mit bestimmten Menschen gar nicht mehr richtig ins Gespräch kommt. Dass es eine Abtrennung gibt, ein Wir und Ihr, ganz starke Ablehnung auch von Gemeinschaft und den Institutionen, demokratischen Institutionen zum Beispiel, auf die wir eigentlich vertraut haben. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht selber dazu beitragen, dass möglicherweise immer mehr Menschen das Gefühl haben, sie werden von uns gar nicht mehr einbezogen in dieses Gemeinsamkeitsgefühl. Und da, glaube ich, wird auch drüber zu reden sein, die Frage sich zu stellen, wie erreichen wir es eigentlich, dass wir trotz auch Differenzen, die auch in der Sache sehr hart und tiefgehend manchmal sind, weil Veränderungsprozesse gerade sehr intensiv zu diskutieren sind und wir eben nicht einfach nur kleine Korrekturen vornehmen werden können, sondern es um durchaus grundlegende Veränderungen im Leben auch geht und im Wirtschaften, dass wir den Menschen trotzdem zuhören und sie mitnehmen und auch anerkennen, dass sie dabei auch andere Perspektiven noch haben und in den Austausch darüber gehen, wie es denn trotzdem zu gemeinsamer Veränderung kommen kann. Das möchte ich, das wollen wir mit Ihnen allen diskutieren. Und nochmal, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier den Weg hergefunden haben und wir gemeinsam hier sind. Es muss darum gehen, auch an dem heutigen Tage einen Weg zu finden, wie wir im Grunde genommen vier grundlegende Ziele erreichen. Nämlich in einer Demokratie so zu gestalten, dass es dabei ein unbeirrbares Festhalten an der Wertegrundlage gibt, an den Werten, die uns vereinen, ein Fundament, das uns eint. Denn ohne dieses gemeinsame Fundament ist es sehr schwer, miteinander gestaltend nach vorne zu gehen. Das heißt, immer wieder auf diese Wertegrundlage auch zurückzukommen. Es geht darum, auch einen kühlen Kopf zu bewahren, auch einen planenden Kopf zu bewahren, denn wir wissen alle, die Veränderungen müssen jetzt tatsächlich auch gestaltet werden. Es muss auch Handeln stattfinden.
nicht nur sozusagen über die Werte reden und die Ziele. Und es braucht, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch ansprechen müssen, wie der gelingen kann, es braucht ruhige Hände, die das auch umsetzen. Menschen, die tatsächlich in der Lage sind, auch klar und mit Expertise die Ziele umzusetzen, auf die wir uns gemeinsam einigen. Das ist heute gar nicht mehr so einfach, die alle zu finden. Und deswegen braucht es auch, und das ist der vierte Punkt, vor allen Dingen breite Netzwerke, Allianzen, Bündnisse, in denen das gemeinsam umgesetzt wird. Und genau das ist auch ein ganz wichtiges Ziel des heutigen Tages. Und deswegen ist es uns auch so daran gelegen, rauszugehen aus unserer eigenen Bubble. Wir sind auch raus aus der Heinrich-Böll-Stiftung und unserem Gebäude gegangen und hier an diesem Zukunftsort, dem EUREF-Forum, gelandet. Auch ein Reallabor der Energiewende. Also hier passiert auch was, hier ist viel im Gange und ich glaube deswegen auch tatsächlich genau der richtige Ort, um das gemeinsam umzusetzen. Und in diesem Sinne will ich nochmal auch abschließend insbesondere Jana Heide, Tim Nezere, Carmen Herzog und Bastian Hermesson danken, die das für uns hier hauptsächlich geplant haben. Einen herzlichen Dank. Und auch all den Mitarbeitenden, die jetzt dann die Panels moderieren werden, die einen wichtigen Beitrag leisten, aber vor allen Dingen natürlich auch all denjenigen, die auf den Panels reden, die uns Inputs liefern und Ihnen allen gemeinsam, die Sie daran teilnehmen. Und dafür auch ein Applaus. Herzlichen Dank fürs Zuhören als Auftakt. Ich darf jetzt, damit wir ins Diskutieren kommen können, auch als Food for Thought sozusagen, zwei Menschen hier nach oben bitten, die für mich und, glaube ich, für viele andere Menschen auch eine Inspiration sind. Obwohl ich bedauern muss, dass wir ursprünglich noch eine andere Person eingeladen haben, nämlich Cem Özdemir. Der kann aber leider kurzfristig nicht kommen, weil er im Bundestag gebunden ist. Aber ich freue mich, dass wir zwei Personen haben, mit denen wir reden können, und zwar Luisa Neubauer, die sozusagen das Gesicht, der Kopf von Friday for Future in Deutschland ist und als Klimaaktivistin wirklich seit vielen Jahren in demokratischen Bündnissen tätig ist, etwas Beeindruckendes geschaffen hat mit vielen anderen gemeinsam, dass viele junge Leute sich vernetzen über einfachste Möglichkeiten in sehr hierarchiearmer Form und sich selber engagieren für ihre Anliegen. Etwas, was man absolut auch schätzen muss, für die letzten Jahre großen Einfluss hatte. Und Lukas Beckmann, der als Urgestein grüner Politik durchaus immer noch benannt werden kann. Er war auch mal Parteisprecher der Grünen. Und aber mit viel Erfahrung auch in ganz unterschiedlichen Netzwerken an politischer Veränderung gearbeitet hat, selber auch viel Aktivist war. Das ist die Gemeinsamkeit. Und damit zwei Personen, die auch zwei unterschiedliche Generationen demokratischer Mitgestaltung aus auch unserem Spektrum der Heinrich-Böll-Stiftung perfekt eigentlich repräsentieren. Herzlichen Dank, dass ihr beide da seid und kommt bitte zu mir. Herzlich willkommen. Ja, wir steigen ein. Es ist nicht viel Zeit, die wir gemeinsam jetzt zum Auftakt haben, zu diskutieren für ein riesiges Thema, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, das geht im Moment eigentlich allen so, dass man versucht, diese Herausforderungen für die Demokratie und für unser Zusammenleben irgendwie noch zusammen zu begreifen, ja, angesichts der Umfragewerte für die AfD in Deutschland. Jetzt haben wir es bei den Landtagswahlen erlebt, extrem hoch waren. Aber wir erleben es möglicherweise auch nächstes Jahr bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland noch heftiger. Wir erleben es in anderen Teilen Europas, aber auch der Welt, wie die demokratischen Institutionen, wie gesagt, angegriffen werden, in Frage gestellt werden. Und auch demokratiefeindliche Tendenzen in unserer Gesellschaft stärker werden. Und wir erleben, und Luisa, das wäre meine Einstiegsfrage an dich, wir erleben im Moment, dass Menschen Angst haben, tatsächlich noch sozusagen in diese Veränderungen, die
wirklich notwendig ist in vielen Bereichen, überhaupt reinzugehen. Wir erleben so eine Art, man sagt, so ein Backlash, ja, im Moment, in dem Menschen sagen, ah, das funktioniert ja vielleicht doch alles nicht so einfach mit dem Klimaschutz, wie wir uns das gedacht haben. Oder wir müssen, glaube ich, sagen dann viele, mal ein bisschen vorsichtiger sein, sonst werden die Leute zu sauer, so, ja, und wählen dann demokratiefeindliche Parteien. Wie gehst du eigentlich, wie geht ihr in eurer Bewegung damit um, dass das ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass Menschen sich tatsächlich abwenden? Gute Frage. Hallo. Ich finde das ganz lustig, dass du das Podium eröffnet hast mit der Bitte, sich kurz zu halten. Drei Ökos, die sich kurz halten sollen. Das kann richtig heiter werden. Ich habe nur gesagt, wir haben wenig Zeit. Ja, gut. Aber ich gebe mir beste Mühe. Naja, ich glaube, was wir gerade jetzt erleben, ist eine neue Phase, in der wir nochmal anders darüber nachdenken müssen, was Klimaschutz heißt. Wir haben, und es gab eine Zeit, das war bevor ich Aktivistin wurde, gab es eine Zeit, in der, wenn es um Klimaschutz ging, ganz viel um Wissenschaft gestritten wurde. Da war Klimaleugnung ein ganz großes Thema, da wurden Klimawissenschaftler verhöhnt, da war es noch in einem anderen Ausmaße. Und wir als Bewegung, wir konnten starten in eine Demokratie, die in gewisser Weise zumindest weitgehend gesetzt war, und wir konnten dann für eine Legitimation von Wissenschaft und von technischen Lösungen kämpfen. Also es ging ganz viel um technische und wissenschaftliche Machbarkeit von Transformationsvorhaben, wie man das so benennt. Und was passiert ist, ist, dass mittlerweile ist es sehr schwer, die Klimakrise zu leugnen, die Klimawissenschaft zu leugnen, und es ist auch relativ schwer geworden, Lösungen zu leugnen, die es jetzt offensichtlich gibt und die für sich selbst sprechen. Also wenn die Wärmepumpe dann mal steht, Gott sei's gelobt, dann funktioniert sie ja einfach oft auch. Das ist dann schwer, das noch zu leugnen. Es ist schwer, eine Solaranlage zu verleugnen, die für uns guten grünen Strom produziert. Und was wir im nächsten Schritt jetzt erlebt haben, sind, dass diejenigen insbesondere, die noch nie ein Interesse daran hatten, an gesellschaftlichem Zusammenhalt oder Klimaschutz, geschweige denn beides, jetzt angefangen haben, nicht mehr die technische Machbarkeit in Frage zu stellen von unseren Vorhaben, sondern die gesellschaftliche Machbarkeit. Und auf einmal wird in weiten Teilen gestellt, hält die Gesellschaft das aus? Darf man den Menschen das zumuten? Die wollen das doch gar nicht. Und dann, nachdem man 20 Mal in 20 verschiedenen Bierzelten den Leuten erklärt hat, dass die Ökos ihnen die Autos wegnehmen wollen, stehen eben diese Politiker völlig verdutzt vor uns und sagen uns, tja, ich glaube, die Menschen habt ihr noch nicht gewonnen. Surprise. Und das ist eine Realität, mit der wir uns beschäftigen müssen. Das ist genau richtig. Und das ist, glaube ich, genau diese Phase. Das ist vielleicht auch, warum wir heute hier sitzen, die neue Phase, in der wir sind, in dem wir für technische und wissenschaftliche Realitäten und Erkenntnisse gekämpft haben und jetzt an dem Punkt sind, dass wir beweisen und dafür kämpfen müssen, dass es eine gesellschaftliche Machbarkeit geben kann. Und vielleicht, um da sozusagen einen Schritt weiter zu gehen, was heißt das? Und ich glaube, es heißt, wenn ich das so sagen darf, das Gegenteil zu machen von dem, was der Kanzler macht, nämlich nicht länger Daten und Zahlen für sich sprechen zu lassen, den Menschen vorzurechnen, wie XY% und Emissionen gerade jetzt vielleicht für sich sprechen. Ich glaube, das scheitert gerade in sich. Ich glaube, genau in dieser Phase, in der wir sind, müssen wir uns darauf besinnen, warum wir das machen. Warum machen wir Klimaschutz? Wir machen das nicht Greta zuliebe. Und wir machen das auch, würde ich fast sagen, nicht dem Pariser Abkommen zuliebe. Und wir machen das auch nicht den Molekülen zuliebe, den Eisbären zuliebe. Nein, wir machen Klimaschutz, weil wir wollen, dass Menschen sicher sein können. Wir wollen, dass Menschen, die als Kind in einem Laubwald spielen, in genau demselben Wald spazieren gehen können, wenn sie in Pension sind. Darum geht es. Und genau darüber, glaube ich, öffnen sich gerade diese neuen Türen, in denen wir über Werte sprechen, warum wir das eigentlich machen und uns nicht länger kleiner machen in diesen Molekülerrechnereien, als wir sind. Trotzdem ist es ja dann, ja. Trotzdem ist es ja dann häufig so, dass gerade jetzt zuletzt viele Menschen dann sagen, aber das ist jetzt nicht richtig gemacht mit der Wärmepumpe zum Beispiel. Ja, da sind die Leute nicht richtig mitgenommen worden oder so kann man das halt nicht machen. Also da ist so ein Widerspruch plötzlich da,
wo letztendlich es gar nicht mehr so richtig darum geht, wofür machen wir das jetzt eigentlich, sondern nur, wie nimmt man die Leute besser mit oder wie ist das handwerklich gemacht? Kannst du dem was abgewinnen? Und das ist total berechtigt. Es gibt eine Mehrheit in diesem Land, das dürfen wir uns auch nicht wegnehmen. Es gibt eine Mehrheit in diesem Land, die sagt, wir wollen radikalen Klimaschutz, wir wollen, dass Klimaziele eingehalten werden, wir wollen sogar, Zitat, den ökologischen Umbau der Wirtschaft, was ja im Endeffekt, ich habe die roten Socken an, ein Aufruf zur Revolution ist. Das gibt diese Mehrheiten. Die Mehrheit weiß noch nicht, dass sie in der Mehrheit ist. Das ist die große Gefahr. So, es gibt aber auch eine Mehrheit in diesem Land, die sagt, wir haben Angst davor, dass Klimaschutz uns sozial benachteiligt. Und das ist eine komplett valide Angst, denn viel zu lange wurden Klimaschutz und soziale Fragen wie so ein verstrittenes Ehepaar behandelt. Bloß in getrennten Räumen und mal über den anderen lästern, aber nicht mehr. Und dieser ganz berechtigten Sorge wirkt man nicht entgegen, indem man sagt, wir überlegen uns da was, sondern indem man für sich in Anspruch nimmt, jede einzelne Lösung, die wir für ökologische Fragen vorschlagen, nied- und nagelrecht darauf zu überprüfen, dass sie dem Anspruch der Menschen an soziale Gerechtigkeit gerecht werden können. Das darf nicht zu viel verlangt sein. Und dann in dem Augenblick, sozusagen, ne, kann man auch was gewinnen, wenn Menschen das Gefühl haben, Moment, das Klima ist mir vielleicht egal, aber soziale Umverteilung, Gerechtigkeit, das wiederum spricht mich an, davon profitiere ich ja selbst, auf einmal öffnen sich auch da neue Türen. Und es gibt einen psychologischen Effekt, dass wenn Menschen meinen, von einem bestimmten Vorschlag persönlich benachteiligt zu werden, dass sie dazu tendieren, den Vorschlag in seiner Wirksamkeit komplett in Frage zu stellen. Also wenn jemand loszieht und sagt, ich glaube, diese Sache, der Veganismus ist ein gutes Beispiel dafür. Ich sage, hallo, ich bin vegan, und dann sitzt mein Vater gegenüber und der ist alles andere als vegan. Und der sagt dann, das könnte ich ja nicht. Ist natürlich Quatsch, natürlich könnte er das. Aber er zieht dann komplett berechtigterweise, sagen, zieht die Maßnahmen ihrer Wirksamkeit, in ihrer Bedeutsamkeit, und das mit den Proteinen, das geht doch auch nicht komplett in Frage. Das ist, und das erleben wir bei der Wärmepumpe, weil das ist das beste Beispiel. Natürlich, es braucht eine Energiewende, es braucht eine Wärmewende in diesem Land. Und reihenweise haben wir erlebt, wie Menschen, die das Gefühl hatten, das wird für mich persönlich unbezahlbar, auf einmal gesagt haben, das kann doch alles gar nicht klappen mit der Wärmewende. Das ist natürlich nicht evidenzbasiert, aber das ist ein Gefühl, ein Effekt, mit dem wir uns, dem wir anerkennen müssen. Und in dem Sinne ist die ökologische Machbarkeit ist wichtig, die gesellschaftliche Machbarkeit ist ebenso wichtig. Und das fängt genau dort an, wo Menschen sich sicher fühlen können. Lukas, die gesellschaftliche Machbarkeit ist etwas, was dich in deinem Leben, glaube ich, ständig beschäftigt hat, weil es immer die Auseinandersetzung zwischen eben dem Realpolitischen, was kann man umsetzen, was kann man sozusagen, wo kann man gesellschaftliche Mehrheiten für finden, das ist die gesellschaftliche Machbarkeit auch, wie kann man die auch kreieren, und auf der anderen Seite, wie kann man trotzdem die Veränderungsagenda und die progressive Perspektive, die man erreichen will, auch umsetzen. Wie nimmst du das aus der aktuellen Perspektive, die du jetzt in der Erfahrung hast, wahr, wo kann man diese gesellschaftliche Machbarkeit eigentlich erreichen oder wie? Ich sehe es so, dass unsere Demokratie nicht in der Krise ist. Ich sehe das nicht. Ich sehe die Politik in einer tiefen Krise, aber nicht die Demokratie. Und die Politik ist dabei, unsere Demokratie zu gefährden. Die Demokratie selbst kann nichts dafür, wie man mit ihr umgeht. Die Demokratie ist ein Rahmen, in dem man politisch gestaltet. Aber sie kann nicht dafür, ob wir Minderheiten ernst nehmen, ob wir Zukünfte ernst nehmen, ob wir soziale Fragen ernst nehmen, ob wir ökologische Fragen ernst nehmen. Das müssen wir selbst ausfüllen. Das ist nicht Aufgabe der Demokratie, sondern das sind wir als Menschen. Und da sehe ich einen wichtigen Punkt, auf den eigentlich zu wenig hingewiesen wird. Die Sprechfähigkeit in der Gesellschaft zurückzugewinnen, ist für mich vor allen Dingen auch eine Aufgabe, über Lebenserfahrungen zu sprechen. Damit meine ich nicht mein Lebensalter, sondern ich meine auch Lebenserfahrungen von Jugendlichen, von jungen Menschen. Und dass wir sind auf der Ebene des Wissens, also das, was du angesprochen hast, Luisa,
dass man eigentlich vom Wissen her heute viele Fakten hat, die man gar nicht in Frage stellen kann, objektiv. Das Problem ist dennoch, dass wir viel an unserem Wissen ja nicht sozusagen emotional transportieren, sondern wir transportieren es rational. Und dabei spielt eine Rolle, dass wir, und das dürfen wir nicht unterschätzen, das ist, betrifft jetzt nicht die Community, die hier sitzt, aber es gibt in Deutschland Millionen von Menschen, wirklich viele Millionen, die noch nie in einer öffentlichen Veranstaltung und seien es auch nur 10 Leute gesagt haben, was sie eigentlich denken und wozu sie etwas denken. Und diese Räume zu schaffen, ist eine originäre Aufgabe von Demokratie. Und dieses, das finde ich sozusagen das Fundament eigentlich, wo wir wieder zusammenkommen können. Und natürlich ist, und das wird oft unterschätzt, als Parteien sind wir gewohnt, zu Wahlen anzutreten und wir denken, wir werden dafür gewählt, dass wir anders sind als andere. Aber Wahlen sind nach meiner festen Überzeugung keine programmatischen Veranstaltungen im Wesentlichen, sondern es geht um Grundrichtungen. Es geht eigentlich um kulturelle Fragen, weniger um programmatische Fragen. Das war auch der Grund, weshalb ich sozusagen in der grünen Geschichte relativ frühzeitig in den 80er Jahren vorgeschlagen habe, wir müssen auch sprechen mit der CDU. Und das hat den einfachen Grund, dass wenn wir globale gesellschaftliche Fragen angehen, dann ist es arrogant zu sagen, das machen wir jetzt und alle müssen uns nur folgen. Weil Beteiligung ein wesentlicher Teil von Freiheit ist. Nicht nur sagen zu können, was man sagen will, nicht nur denken zu können und darüber sprechen zu können, was man denkt, sondern die Freiheit zu haben, sich auch zu beteiligen. Zu beteiligen heißt nicht, Recht zu bekommen. Aber wer beteiligt wird und dann feststellt, in der Minderheit zu sein, kann das akzeptieren. Das zeigen die Erfahrungen mit den Bürgerräten, die Gott sei Dank wachsen, wo Menschen unterschiedlicher Ausbildungen, Berufe, Weltanschauungen und so weiter zusammenkommen. Viele davon können sich einigen nach einigen Tagen Diskussion, aber es bleibt immer 10, 20, 30%, die sind anderer Meinung, aber die sagen, ja, wir können gut damit leben. Wir sind beteiligt worden, wir sind gehört worden. Und dieses Gehörtwerden ist wichtig. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir uns keine Sorgen machen müssen um die Grundlagen unserer Demokratie. Wir haben ein wunderbares Grundgesetz. Aber wir müssen uns Sorgen machen über die Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Auch ganz konkret, und da geht es jetzt in dem Aktionsfeld von Luisa. Ich habe mich zum Teil wirklich, oder ich fange mal anders an. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wie die führenden Leute unserer Partei im Bundesvorstand, aber auch in der Bundestagsfraktion, in der Bundesregierung, sich ganz klar auf die Seite von Fridays for Future, insbesondere von Luisa, gestellt haben in der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismusvorwurf, der ja von der internationalen Seite kam. Das fand ich richtig gut und aber auch sehr wichtig. Auch deshalb wichtig, für mich persönlich jedenfalls, weil ich es sehr vermisst habe, bezogen auf die Kriminalisierung derjenigen, die verzweifelt sind und sie auf die Straße gehen. Damit meine ich nicht, dass alles, was da gemacht wird, recht ist. Aber dass wir eine Verantwortung dafür haben, dieses Geschehen auch zu würdigen. Gerade aus einer grünen Tradition heraus. Zivilgesellschaftliches Engagement zu würdigen, auch da, wo es bequem ist. Das wäre mein Wunsch. Trotzdem, Lukas, will ich da noch mal einmal einhaken. Es ist nicht zu leugnen, dass ganz viele Leute in der Gesellschaft sich plötzlich bei den Blockadeaktionen der letzten Generation oder wenn dann Farbe irgendwie aufs Brandenburger Tor gesprüht wird oder aufs Grundgesetz,
davon abgewendet haben und gesagt haben, also das ist mir zu krass oder das finde ich, das bringt mich jetzt eigentlich wieder weg davon. Das ist tatsächlich auch Anfeindungen gibt von manchen Teilen der Gesellschaft gegenüber denjenigen, die sich trotzdem dafür einsetzen und für Klimaschutz auf die Straße gehen. Also bis hin zu wirklich auch Bedrohungen. Ja? Also es ist jetzt aktuell auch so, dass zum Beispiel für die Kommunalwahlen in Ostdeutschland gibt es Aussagen, dass sich Menschen nicht mehr trauen, sich da aufzustellen und so. Also du sagst, es ist nicht in Gefahr, ja, man muss sich auch hinter diejenigen stellen, die sich einsetzen für ihr Thema, aber gleichzeitig gibt es eine Bedrohung dahingehend, dass es dann doch nicht mehr diese gesellschaftliche Akzeptanz oder die gesellschaftliche Bindungswirkung hat, was dann rauskommt. Würdest du das alles nur der Politik zuschreiben oder was können wir als Akteure drumherum dazu beitragen, dass es da wieder Zusammenkommen gibt? Die Politik leidet ja vor allen Dingen an ihr selbst. Also die Not in der Politik ist ja sehr groß. Es ist ja nicht so, dass das, was wir an öffentlichen Statements wahrnehmen von Seiten der Bundesregierung oder auch von einzelnen Bundestagsabgeordneten oder Landesregierungen, dass sie nun der festen Überzeugung sind, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Sondern es gibt viele, vielleicht nicht genug, aber es gibt viele, die wissen, dass wir uns in einer wirklich bedrohlichen Situation befinden. Das ist die Phase der Dekolonialisierung, die uns jetzt erreicht. Wir haben uns daran gewöhnt, über die Jahrzehnte relativ gut zu leben, eine hohe Wertschöpfung zu haben, in Wohlstand zu leben, den Wohlstand wachsen zu sehen. Aber wir haben uns zu wenig Gedanken darüber gemacht oder haben das zu wenig berücksichtigt, was das eigentlich für andere Menschen bedeutet in anderen Ländern. Also ich erinnere an jemanden wie Jens Spahn, der vor einiger Zeit ganz selbstverständlich in der alten Bundesregierung als Gesundheitsminister nach Mexiko geflogen ist, um dort Pflegekräfte anzuwerben. Wir haben inzwischen Experten, die Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, nach dem neuen Anwerbegesetz. Das ist für uns alles selbstverständlich. Und natürlich sind wir alle für Freizügigkeit. Aber wir diskutieren nicht, und das ist ein Fehler, was das für die Gesellschaften und für die Menschen dort bedeutet. Es ist für uns selbstverständlich, dass Menschen aus der Ukraine, früher aus Polen, aus Bulgarien nach Deutschland kommen und hier alte Menschen pflegen. Und wir freuen uns darüber. Wir kommen nicht auf den Gedanken zu sagen, es ist nicht leicht, hier zu leben als pflegebedürftiger Mensch. Wir haben keine Pflegekräfte. Ich gehe jetzt nach Polen oder Bulgarien oder Ukraine oder nach Mexiko und lass mich da pflegen. Sondern wir gehen selbstverständlich davon aus, dass die Menschen zu uns kommen. Das heißt, wir sind in unserem Denken wirklich selbst tief verwurzelt in diesen kolonialen Strukturen. Und davon müssen wir weg, weil es eine Voraussetzung dafür ist, zu verstehen, in welchen Risiken wir zurzeit leben. Und da wünsche ich mir eine offene Kommunikation. Und das berührt den Punkt der Angst, der gesellschaftlichen Angst. Natürlich haben Menschen Angst. Diese Angst ist aber nach meiner Erfahrung nicht größer als die Angst auf der politischen Ebene von Politikerinnen und Politikern. Was die Angst in der Gesellschaft vergrößert, ist, dass auf der politischen Ebene über die Angst nicht gesprochen wird, sondern so getan wird, als hätten wir die Sache im Griff. Und die Menschen spüren, dass wir es nicht im Griff haben. Und dass wir Probleme haben oder dass viele sagen, also wir diskutieren das über sozusagen Demokratiekrise. Ich habe dazu gesagt, wie ich das sehe, aber ich spreche jetzt mal von der Politikkrise. Natürlich haben wir eine tiefgreifende Politikkrise, weil wir mit der Art, Politik zu machen, die Probleme der letzten Jahrzehnte nicht gelöst haben. Wir haben sie nicht gelöst. Das zentrale Umweltthema, das Klimathema, das 1972, das ist jetzt alles, das sind 50 Jahre, das ist kaum zu glauben. 72 die erste Umweltkonferenz der UNO, 72 der Club of Rome,
Grenzen des Wachstums. 72 die erste Umweltrede im Deutschen Bundestag. 78 Heumer von Ditfurth in der ZDF-Sendung. Wenn wir so weiter produzieren wie jetzt, dann wird die Temperatur in 50 Jahren, und das ist jetzt, um 4,5 bis 5% steigen. Das war 1978. Da gab es uns Grüne noch gar nicht. Uns gab es erst ein Jahr später. 1972 die ersten grünen Parteien in Tasmanien, Neuseeland, Value Party und so weiter. Das heißt, die Botschaften und die Zukunft, die ist immer schon lange vor uns da. Wir sehen sie nur nicht oder wir wollen sie nicht wahrhaben. Sie kommt auf uns zu und stößt auf taube Ohren. Und das ist ein Problem der Kommunikation. Es gibt nur wenige in der Bundesregierung, die in der Lage sind, diese Perspektiven, also die Ängste, die Lösungen, aber auch die Probleme, die damit verbunden sind, so zu kommunizieren, dass Menschen aufatmen, selbst dann, wenn sie diese Position nicht teilen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es die Frage natürlich nicht nur ist, dass man über Ängste redet, sondern auch, wie man über Ängste redet. Denn meine Wahrnehmung ist schon, dass zum Beispiel auch Akteure wie ein Friedrich Merz über Ängste redet, aber eben in einer Form, dass er sie schürt. Das ist der Eindruck, der sich mir aufdrängt und wo ich das Gefühl bekomme, ist das nicht dann geeignet, dass die Leute eher wirklich sich zurückziehen aus einer demokratischen Debatte, weil sie plötzlich das Gefühl haben, oh ja, das wird alles ganz schlimm und ich werde auf jeden Fall meinen Lebensstandard abgeben müssen oder da wird sozusagen in meinen Keller reinregiert und das kann man ja nicht wegdiskutieren, dass es diese Art von populistischem Diskurs gibt. Die Frage stellt sich so ein bisschen, wie kann man die Leute denn aus diesem Diskurs herausholen, wenn sie da erstmal sind? Also wenn sie schon Angst haben, dass sie alles verlieren. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde kurz noch was anderes voranstellen. Lukas, ich fand das ganz hochgradig interessant und ich würde ergänzen, ich weiß nicht, ob ich 1:1 unterscheiden würde zwischen Politik und Demokratie. Was ich erlebe, ist, dass demokratische Räume durch eine bestimmte politische Rhetorik gefährdet und aber auch durch eine politische Praxis gerade minimiert werden. Ich muss mittlerweile mit Personenschutz zu öffentlichen Veranstaltungen gehen. Ich kann nicht zu einer Demo gehen, wenn ich nicht Personenschützer dabei habe. Ich halte das nicht für eine Demo, sozusagen für einen Zustand der Demokratie, den man tolerieren sollte. Und ich bin dafür nur ein Beispiel für einen Zustand. Ich bin nur eine Projektionsfläche an der Stelle. Ich halte das für einen Missstand. Ich halte es für einen Missstand, dass mittlerweile in ganz Deutschland Versammlungsrecht und Polizeirecht, Versammlungsgesetze und Polizeigesetze verschärft werden zum Nachteil von vor allem Klimabewegungen, wo dann immer wieder alle mitgemeint sind, wo man irgendwie meint, ich möchte jetzt irgendwie gegen letzte Generation vorgehen, aus was für einem immer auch einem Ego-Problem und im Ende aber eine Zivilgesellschaft mit da reinzieht. Wir sehen, dass Amnesty International Deutschland mittlerweile als Land listet, dem die Versammlungsfreiheit gefährlichen Repressionen ausgesetzt wird. In internationalen Berichten wird Bayern als ein Ort genannt, wo Klimaaktivisten nicht mehr sicher sind. Ich halte das nicht für einen Zustand der Demokratie, den man tolerieren sollte. Und da kommt natürlich das eine zum anderen. Da kommt die Ideenlosigkeit in der politischen Auseinandersetzung dazu, die dann irgendwie aus einer Reflexhaftigkeit meint, jetzt hauen wir erstmal auf den Tisch und verschärfen irgendwas, um zu simulieren, dass wir irgendeine Sicherheit garantieren können, die wir schon längst nicht mehr garantieren können. Aber da ist etwas, was demokratisch ins Wanken kommt, in meinen Augen. Dazu kommt auch übrigens, dass wir sehen, junge Menschen verlieren das Vertrauen in die Regierung und darin, dass Demokratien ihre Rechte schützen. Und dann werde ich ganz oft fragen, anguckt Luisa, was macht ihr mit den jungen Leuten? Und das Problem ist, wir können junge Leute ermächtigen und ermutigen, auf die Straße zu gehen. Wir können sagen, wir werden laut, wir können die größten Demos fürs Klima in der Geschichte organisieren. Was wir nicht machen können, ist zu rechtfertigen, wenn dann die Errungenschaften, für die wir gekämpft haben, wie zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz, von derselben Regierung, die das einst begrüßt hat, jetzt wieder auseinandergenommen werden. Wir können nicht rechtfertigen, wenn
auf der einen Seite irgendwie junge Menschen ewig ermahnt werden, sie mögen sich doch bitte einbringen, und in dem Augenblick, in dem sie sich dann wirklich einbringen, sofort Kriminalisierung passiert. Das können wir nicht erklären. Das können wir nicht rechtfertigen. Und auch das ist der Moment, wo eine Demokratie was verliert, was sie so dringend braucht. Nämlich die Zuversicht, auch gerade von jungen Menschen, dass diese Strukturen und die Systeme sie schützen und sie verteidigen und sie im Blick haben. Das zum Zustand der Demokratie. Da sehe ich schon, dass da etwas passiert, was mir persönlich große Sorgen macht. Ich glaube, was daran anknüpft, ist die Frage, sozusagen, ist die Frage der ökologischen Wende. Und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt gemacht, und das ist der Punkt der Kultur. Ich führe diese Gespräche mit meiner Großmutter sehr oft, die ist 91, und sie hat in ihrem im Bücherregal alle Bücher stehen, die es zum Klima gefühlt gibt, und die sind teilweise 160 Jahre alt gefühlt. Und da stehen sie alle gelistet. Und wenn sie heute fantastische Bücher aufschlägt von, sagen wir, Maya Göpel, dann sagt meine Großmutter, naja, das haben wir schon in den 80ern gesagt. Und sie meint, das stimmt ja auch, genau. Und sie steht dann da und schüttelt den Kopf und sagt, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte das alles passieren? Und ich glaube, du hast die Antwort genannt, dass unterschätzt wurde, dass das ökologische Projekt in dem Sinne von Tag 1 an immer auch ein kulturelles Projekt war. Immer die Frage auch, was ist ein gutes Leben? Was ist Freiheit? Ist Freiheit die Abwesenheit von Abhängigkeiten? Nein. Freiheit ist zu wissen, ich kann mitbestimmen, wie diese Abhängigkeiten aussehen, in welchen Strukturen und Verhältnissen wir leben. Das bringt aber den Neoliberalismus in eine Identitätskrise, würde man sagen. Anzuerkennen, Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Abhängigkeiten, von denen man sich irgendwie scheinbar emanzipieren möchte. Das Kulturprojekt, was vielleicht auch so ein bisschen, ich glaube, ich habe mir das sagen lassen, auch von grüner Seite manchmal vernuschelt wurde. Nein, es geht hier nur um kleine Maßnahmen, kleine Emissionsrechnungen, hat nichts mit eurer Identität und mit einem Lebensstil zu tun. Natürlich hat es immer schon. Wenn wir überlegen, wenn wir sagen wollen, wir machen uns auf Richtung Klimagerechtigkeit, dann stellen wir ganz große Fragen an eine Gesellschaft. Worauf arbeiten wir hin? Was ist Status? Was ist Freiheit? Was ist Wohlstand? Muss ich immer mit jedem Schritt, den ich in meiner Karriere aufsteige, das mit einem neuen Auto ausstatten? Oder geht das vielleicht anders? Was ist Feierabend? Mein Vater, den ich schon ernannt hatte, mein Vater ist viel zu früh gestorben, weil für ihn unter anderem Feierabend war, XY Mengen an Fleisch und Zigaretten und was auch immer da noch zugekommt. Das ist keine tragbare, das ist keine sozusagen zukunftsfähige, kein zukunftsfähiges Verständnis von, was ist ein gutes Leben. Das müssen wir neu erfinden. Aber dafür müssen wir zulassen oder anerkennen können, dass, wenn wir von Ökologie sprechen, immer auch Identitätsfragen und Kulturfragen im Raum stehen. Und auch die Frage oder auch die Feststellung im Raum, du hast vom Heizungskeller gesprochen, dass natürlich auch unser Heizungskeller ein Politikum sein kann. Und diese Identität ist irgendwie bis zur Straße darf die Politik reichen, aber nicht in dein Haus rein, dass das verklärt, dass wir voneinander abhängig sind. Dass auch die Gasheizung von meinem Nachbarn irgendwann mein Problem wird. Dass wir in einem Kollektiv voneinander abhängen, dass wir uns gemeinsam darum kümmern müssen, dass der Heizungskeller, auch die Straße runter, ein Teil einer kleinen Klimarevolution werden kann. Aber das stellt diese Frage auf den Tisch, und um deine Frage zu beantworten, das Erste wäre in meinen Augen, dass wir uns da ehrlich machen. Ich höre das in letzter Zeit ganz oft, dass man sagt, oh, die Rechten haben jetzt einen Kulturkrieg gestartet ums Klima. Und das stimmt nicht. Die angefangen haben, diese großen kulturellen Fragen zu stellen, das waren wir, und aus allem guten Grund. Wir jungen Menschen und auch viele andere haben gesagt, Leute, wir wollen das eigentlich nicht mehr so weitermachen. Wir wollen nicht in so einem unnachhaltigen, kolonialen, ausbeuterischen, scheinbaren Wohlstand uns hier vergraben und so tun, als würde uns die Welt nichts angehen. Wir haben keinen Bock mehr darauf. Aber das war nicht nur ein Klimastreik, der des Weges kam oder andere, die das vor uns gemacht haben. Das war von Grund auf eine ganz große Grundsatzfrage von, wie leben wir denn hier? Und was für Strukturen brauchen wir, damit wir es anders machen können? Das ist die Ehrlichkeit, dass es hier natürlich um mehr geht. Und dann geht es um das Gegenangebot. Mhm. Weil in dem Augenblick, wo das Gegenangebot fehlt, wo man nicht, und du hast von der Politik und der Krise gesprochen, total richtig, in dem Augenblick, wo das Gegenangebot fehlt, fangen die Rechten wieder an, sich um jede einzelnen Quadratmeter Fahrradstraße irgendwelche Großkriege auszulösen. Und das verfängt. Weil eine Vision, genau, es verfängt, weil
wir aufgehört haben mitzubestimmen, wo denn eigentlich die Konflikte sind, die wir für produktiv und konstruktiv halten. Sondern weil sie entschieden haben, das ist jetzt unser Kulturkampf und da entscheiden wir über heute Morgen und übermorgen. Das ist natürlich Quatsch. Und da ist die Herausforderung. Also wenn du jetzt gerade zum Beispiel, ich habe eben über die Landtagswahlergebnisse gesprochen, du siehst dort zum Teil Abstimmung, gerade auch zum Beispiel Schulabstimmungen vor Wahlen, war vor einiger Zeit noch, als ihr sozusagen angefangen habt, da war das noch so, okay, haben die Grünen doch relativ hohe Ergebnisse eingefahren. Mittlerweile, wenn man jetzt in den letzten Monaten auf solche Ergebnisse draufschaut, ist es echt beängstigend, wie hoch die Abstimmungsergebnisse dann für die AfD, auch für die FDP, also für einen gewissen Populismus, sage ich mal, in diesen Fragen. Ganz freundlich formuliert. Genau, und ich will damit nur sagen, also so ein Automatismus, dass die jungen Leute das dann alles sozusagen schon im Blick haben, was die Alternative ist, den gibt es ja irgendwie nicht. Ja? Und wie geht ihr damit um? Also ich meine, du kannst ja auch nicht sagen, gut, dann sind es halt weniger Leute, die jetzt davon begeistert sind, weil da ist ja genau der Punkt, verliert man ja irgendwann dann auch tatsächlich die Mehrheiten in einer Demokratie, nach der eben eine Demokratie funktioniert. Ja, das ist genau richtig. Ja, mein Gefühl ist, dass es das Projekt für die nächsten Jahre, ne, sozusagen einen demokratischen Raum zu erhalten, zu verteidigen und teilweise zu schaffen, indem wir über Veränderung produktiv und gerecht sprechen können. Und ich glaube, da spielt diese besagte Brandmauer eine ganz große Rolle. Ich halte es für einen, da bin ich ganz bei dir, Lukas, ich halte es für einen großen Fehlschluss zu sagen, irgendwie, wenn genug Leute die Grünen wählen, dann kriegen wir das alles schon gebacken. Nein. Die radikalsten Bürgermeister in diesem Land müssten eigentlich von der Union kommen, die völlig unverdächtig sagen können, wir machen jetzt mal hier Klimaschutz und zwar so richtig, weil wir verstehen, dass das der Standortvorteil ist, dass das die Sicherheit gibt, dass das unsere Wälder schützt und unsere Kinder, was auch immer. So, und das, dafür müssen wir die aber gewinnen und hier etwas verteidigen. Das heißt, in dem Sinne, ich glaube, diese neue Brandmauer, die muss sozusagen vom progressiven Zentrum sozusagen angemahnt und aufgezeigt werden, aber dann in ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit dem, sozusagen im Verständnis mit auch dem Konservatismus in Deutschland verbunden werden. Diese neue Brandmauer, die ist keine, in Anführungszeichen, reine Brandmauer gegen rechts mehr, ist auch eine ökologische Brandmauer, wo man sich weigert, mit Wissenschaftsleugnung mitzuziehen. Wo wir uns nicht gemein machen mit Leuten, die an einem Tag die Vergangenheit leugnen und am nächsten Tag die Zukunft verleugnen. Das ist ja, was wir in Bayern sehr exemplarisch gesehen haben. Wie diejenigen, die den Antisemitismus nicht sehen wollen, übrigens auch nicht die Klimawissenschaft sehen wollen. Das hängt ja alles zusammen. Und das ist ein Projekt, was wir uns gerade als Ökos zu eigen machen wollen. Die Idee zu sagen, wir fokussieren uns aufs Klima und dann gucken wir mal, was passiert, das hat ausgedehnt. Das ging vielleicht für ein paar Jahre. Und jetzt werden wir aber alle in unserem ökologischen Bewusstsein sozusagen radikal zuversichtliche, sozusagen demokratische Kräfte werden müssen, die genau da appellieren. Und das aber eben nicht als ein Ökoprojekt oder ein Nischenprojekt oder ein rein progressives Projekt, sondern als ein demokratisches Projekt. Das heißt, auf Menschen zuzugehen, die möglicherweise an ganz vielen Punkten eben noch nicht diese Sichtweise vielleicht haben, die man selber hat, ja, oder vielleicht eben auch ganz andere Werte hat. Und du hast es, Lukas, eben auch gesagt, also da seid ihr euch jetzt auch einig, dass also insbesondere eben der Blick zum Beispiel auf die CDU, auf die Union, die jetzt dazu sich auch innerlich gerade zerstreitet und in der Opposition ist, aber und auch in vielen Teilen sehr, sehr weit weg von dem, was wir hier diskutieren, also wenn wir über Dekolonialisierung reden und so weiter. Wie geht man denn auf diese Menschen zu und wo würdest du denn im Gespräch mit denen Abstriche machen, um sie zu gewinnen für eine gemeinsame Perspektive? Kann man das? Also, weil du kannst ja nicht sagen, so nach dem Motto, ich habe hier mal was vorbereitet, das Mindset, und am besten wäre es, wenn du das jetzt vertrittst. Also so funktioniert ja Demokratie auch nicht. Ja? Und da, glaube ich, ist schon eine zentrale Frage, wie man das erreicht. Also als erstes würde ich deine Frage an meinen Gesprächspartner anders formulieren. Bitte. Ich würde nicht sagen, wie kann es denn sein, dass Sie noch nicht so denken wie ich? Das finde ich eine falsche Ausgangsposition. Wir sind auch als Grüne nicht frei davon, gelegentlich Gedanken gefolgt zu sein, die nicht gut waren und die auch nicht richtig waren. Ach nee.
Und das war, und deshalb, also ich finde, das habe ich vorhin gesagt, ich finde es wichtig, dass wir uns in dieser Phase begegnen auf der Erfahrungsebene, auf der unmittelbaren Ebene, weniger auf der politischen Ebene. Wir müssen Gespräche führen. Und vielleicht sollte man die Pflicht zu kommunalen, regionalen Bürgergesprächen, vielleicht sollte man die sogar ins Grundgesetz aufnehmen. Wir haben ja auch diese unselige, sozusagen diesen unseligen Stabilitätspakt mit den 3% im Grundgesetz irgendwann aufgenommen. Ich finde, Bürgergespräche wären es allemal wert. Aber das ist das Gespräch ist ja nicht eine Garantie dafür, dass wir anschließend gemeinsam handeln können, weil durchaus unterschiedliche Ansichten bleiben. Und ich stimme dir, Luisa, zu, als du vorhin sagtest, also ich bin nicht der Meinung, dass die Demokratie jetzt das alles wunderbar ist, sondern ich sehe die Probleme, ich sehe auch das Krisenhafte. Mir ging es darum, dass ich erlebe es so, dass die politischen Debatten über die Krise der Demokratie das Subjekt verschwinden lassen. Und das ist gefährlich. Das ist in allen Diskussionen, ob man das in den Öffentlich-Rechtlichen, in den Talkshows sieht oder auch auf Veranstaltungen, das ist völlig egal, ob du auf dem Grünen Parteitag bist oder bei den Christdemokraten oder FDP, es sind eigentlich immer die anderen. Und dieser Populismus, der alle Parteien durchzieht, der muss aufhören. Das ist die erste Voraussetzung dafür, um, wie Luisa es sagt, sich ehrlich zu machen. Und wir können als Grüne, und da finde ich, ist, auch wenn die Heinrich-Böll-Stiftung in dem Sinne nicht Teil der Partei ist, aber sie ist Teil der Geschichte. Die Bundesrepublik Deutschland gibt es jetzt 74, fast 75 Jahre. Die Grünen gibt es 45 Jahre. Die Heinrich-Böll-Stiftung gibt es 35 Jahre. Das heißt, wir sind mit dem, was wir haben und was wir nicht haben, Teil der Geschichte dieses Landes und absolut mitverantwortlich dafür. Und es reicht nicht, es bringt niemandem etwas zu sagen, ja, aber wir haben doch nur 5 und jetzt 2, also 7 Jahre mitregiert von diesen 75 Jahren. Das ist alles, das kann man alles vergessen. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie gehen wir heute um mit dem, was wir haben und was wir nicht haben? Wie gehen wir heute mit der Zukunft um, die auf uns zukommt? Und da ist die Auseinandersetzung und das Gespräch, das direkte Gespräch in der Sache meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Und ich finde, wir wären ein gutes Stück weiter, wenn viele in der Politik aus den verschiedenen Parteien öffentlich so miteinander sprechen würden, wie sie am Rande von Ausschusssitzungen, am Rande von Bundestagssitzungen, wie sie in der parlamentarischen Gesellschaft, wie sie auf Geburtstagsfeiern, quer durch alle Parteien miteinander reden. Dann wäre öffentlich ein Großteil von Populismus etwas entzogen. Jetzt will ich noch was sagen zu der Frage, wie kommt es, dass die Schüler nicht mehr, grün wählen in den Klassen. Da gibt es sicherlich viele Ursachen. Ich bin ja Mitgesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender bei Korrektiv. Und wir beschäftigen uns viel mit Fake News und mit investigativen Journalismus und so weiter und haben viel mit diesen ganzen neuen Kommunikationsmitteln zu tun. Die Journalistinnen und Journalisten, die bei uns arbeiten, die wundern sich tagtäglich darüber, wie unprofessionell die Grünen in diesem Bereich unterwegs sind. Weil sie die technischen Möglichkeiten, die digitale Kommunikation bietet, bei weitem nicht ausschöpft. Vielleicht manchmal auch etwas zu freundlich sind. Kann auch sein. Aber die Massenmanipulation geht über digitale Netzwerke, auf die wir bisher nicht den Einfluss nehmen, den wir Einfluss nehmen könnten. Und es wäre meine dringende Bitte, da sehr viel mehr zu investieren. Das machen wir. Vielen Dank, Lukas. Ich glaube, du hast jetzt mehrere Stichpunkte auch noch genannt, die sich heute in dem Programm auch noch mal wiederfinden werden. Zwischendurch,
Eva Christoph ist hier vorne, auch ein grünes Urgestein, die hat dazu zwischengeworfen, wir sollen mal aufzählen, was für Fehler die Grünen alles gemacht haben. Ich habe dann gesagt, nein, machen wir jetzt nicht. Aber ich glaube, das gehört auch mit dazu natürlich, diese Frage der Fehlerkultur und des Umgangs mit Fehlern oder des Umgangs eben auch damit, dass wir nicht alle schon von vornherein wissen, wie es aussieht. So habe ich dich jetzt auch verstanden. Es geht um eine Sprache anzuerkennen, dass wir voneinander was lernen können. Und das können wir nur im Gespräch miteinander. Darf ich an der Stelle ganz kurz Klaus Töpfer zitieren? Ich war gerade, warst du auch schon bei seinem 85. Also wir haben gerade 85. Geburtstag von Klaus Töpfer gefeiert und das war ganz rührend und total hoffnungsvoll. Und da dachte ich, wir haben jetzt über die Art und Weise gesprochen, wie wir miteinander sprechen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir sowas wie eine radikale Arbeitsteilung praktizieren müssen. Ich werde nicht in diesem, ich kann von Tür zu Tür gehen, persönlich. Und da werde ich ganz, ganz viele Menschen nicht erreichen, die mich schon von Weitem sehen und sagen, oh nee, die Neubauer, bloß nicht. Fair enough, völlig okay. Und diese Idee, dass man irgendwie alles machen kann, und ich finde auch so manchmal diese, das ist auch so ein bisschen so ein grüner Gedanke, weil man hat ja die besseren Argumente, dann wird es schon irgendwie werden. Nein, wir sind so tief in den Gräben drin, so tief in den Vorbehalten, in den Vorurteilen, in den Verunsicherungen, in den Ablehnungen, noch nicht der jetzt wieder und wie die schon redet und die kann ich doch nicht. Völlig okay. Dann muss man aber, glaube ich, in dem Augenblick die Größe haben, anzuerkennen, wer ist es denn, der dieses Gespräch besser führen könnte? Öffentlich und privat und in kleinen Räumen und in großen Räumen. Und sich zu überlegen, wer sind die Menschen, die diese Übersetzungsarbeit gerade leisten können? Also die Übersetzung von einem gemeinsamen Ausgangspunkt in eine gemeinsame Zukunft. Und ich fand, Klaus Töpfer hat das bei seiner Geburtstagsfeier so hervorragend gemacht, im Raum voller Menschen, die ich normalerweise nicht auf meiner Demo erlebe. Konnten wir uns einig sein. Und das war was ganz Warmes, ohne doppelten Boden und alles so, weil er von einem anderen Punkt gesprochen hat. Und er konnte selbst, das hat mich total gerührt, auch da in dem Raum nochmal unterbringen, wie unerträglich er die Geflüchteten-Debatte gerade findet und wie man meint, die einen Menschen anwerben zu können und die anderen wieder abzuschieben. Was für ein Doppelmoral das sei. Das kann er machen und ihm wird zugehört. So, und diese Art Persona, du bist auch eine, wir sind, in gewisser Weise sind wir ja für viele Menschen alle so eine Person. Das ist, glaube ich, etwas, was wir ganz dringend brauchen, diese Arbeitsteilung zu überlegen, wer kann gerade wo übersetzen. Auf wen müssen wir gerade setzen? Wen müssen wir vielleicht auch in die Pflicht nehmen, zu sagen, hey, du kannst doch mit denen und könntest du nicht mal mit denen? Nur weil wir meinen, das bessere Argument zu haben, heißt das nicht, dass wir in der Debatte auch nur einen Schritt weiterkommen als die Person neben uns, die vielleicht überhaupt kein eigenes Argument hat, aber einen gemeinsamen Wert verkörpert. Und das finde ich halt etwas radikal Hoffnungsfrohes, weil das heißt in dieser Demokratie, dass wir uns nicht nur aufeinander verlassen können, sondern aufeinander verlassen müssen in dieser Zeit. Das nur dazu. Lukas, du magst noch einen Satz ergänzen, aber dann würde ich gerne abschließen, weil diese Stichworte, die ihr beide jetzt geliefert habt, Luisa und Lukas, sind genau die Aufträge jetzt für den heutigen Tag, dass sie mitgenommen werden. Insofern danke euch dafür. Ich bin auch für Arbeitsteilung, weil es wichtig ist, dass, also Menschen sind nur da glücklich, wo sie richtig am Platz sind. Ich glaube aber in dem Letzten, was du gesagt hast, da siehst du deine Rolle anders, als ich sie wahrnehme. Ich finde deine öffentliche Rolle kommunikativ, gesprächsorientiert von ganz herausragender Bedeutung. Das, was du angesprochen hast mit dem Polizei schon so, das ist alles schrecklich, hatten wir auch schon. Es gab in den 80er Jahren, ich habe monatelang die Bundesgeschäftsstelle nicht verlassen, Lukas, ohne vorher. Musst du deine Geschichte gleich draußen im Foyer weiter erzählen, weil wir müssen weitermachen. Nee, ich erzähle keine lange Geschichte. Ich wollte nur diesen Punkt sagen. Jeden Abend ein Taxi angerufen, das gewartet hat, bis ich losgefahren bin. Weil wir attackiert wurden ständig. Irgendwann hat es sich aber dann auch erledigt. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Luisa. Das war ganz toll.
Schön, dass ihr mit uns den Auftakt hier gemeinsam gemacht habt. Ich hoffe, ihr habt vielleicht den Moment noch, den einen oder anderen Plausch hier zu führen. Auf jeden Fall habt ihr ganz viel uns mitgegeben, Ihnen allen, uns allen mitgegeben für die weiteren Diskussionen. Es gibt verschiedene Formate, die genau daran ansetzen, an das, was ihr auch hier aufgeworfen habt. Und dabei wünsche ich Ihnen allen jetzt wirklich viel Erfolg und auch viel Freude und gebe auch zurück an Carmen Herzog. Vielen Dank nochmal an dich für die Moderation.